Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Weiter geht's. Bin gar nicht mehr so direkt auf dem Laufenden, aber meine, wir haben uns den Weg gespart und sind jetzt direkt wieder an der Base zum neuen Gebiet. Hat ein paar Tage Zockpause, bei Green Hell zumindest. Lass ich mich doch gerade mal überraschen. Ich höre schon den Wasserfall rauschen. Sollte passen. Jawohl, da sind wir doch. Jetzt gucken, um mich wieder auf Stand zu bringen. Wir brauchen gleich mal einen Schlag Kohlenhydrate. 14,40 ist es auch schon. Ich wollte eigentlich ganz gerne ein bisschen was bauen. Aber hier brennt schon mal noch ein Feuer. Das ist schon mal sehr gut. Und meine Wasserschalen sind schon wieder alle weg. Das ist jetzt schon wieder nicht so witzig, aber Moment. Ich glaube, ich muss die doch mal woanders hinlegen. Das nervt hier nämlich ein bisschen. Ich schmeiß die gleich unter das Dach, sobald wir gebaut haben. Moment. Ja. Habe ich hier ständig wieder das gleiche Problem. Die blöden Dinger einfach mal verschwunden sind. Die hier ständig aus dem Stein wieder rauskramen muss. Schmeiß die mal dahin, wo du es auch ein bisschen sehen kannst. Ist auch ein bisschen tricky hier, ne? Ja, ich glaube, die meisten haben wir jetzt wieder. Ist noch eine. Sehr gut. Ich glaube, das war's dann erstmal. Ja, hier ist noch eine. Na. Gut. Da ziehe ich mir gerade mal ein bisschen Wasser raus. Nehme mir mal so ein Schälchen auch mit. Brauche mir mal ein Süppchen. Ein bisschen Energie kriege. Ein Knochensüppchen bitte. Gut, und dann muss ich mir mal dringend Nahrung organisieren. Irgendwas mit Kohlenhydraten, sonst wird es dünn. Und mit der Ausdauer brauche ich eigentlich gar nicht losmachen. Da ist ein Schwein. Fleisch nehme ich gleich erstmal mit. Ich hoffe, ich finde in dem Gedöns hier meinen Speer wieder, sonst bricht hier der Terror los. Speer. Oh, ich werde doch gleich ohnmächtig. Ich schätze mal, ich werde schlafen müssen. Ah, hier ist er. Sehr gut. Kommen wir nicht drum rum, wir müssen uns mal hinlegen. Müssen wir halt hier nachts ein bisschen bauen.
Würde es noch für ein Süppchen reichen? Ich glaube, das wird nichts. Oh oh. Es wird knapp. Ich glaube, ich klatsche jetzt hin. Was war hier? Ja, der Verlust ist echt krass, wenn man hier nichts... Oh, Pilze. Pilze werden ja schon mal sehr gut. Bisschen Glück finde ich hier auch noch eine Banane. Eine Bananenstaude. Nee, so viel Glück habe ich jetzt leider nicht. Da ist nichts dran, da müssen wir jetzt schlafen gehen. Wird's ja nichts. Brauchen wir uns... Ja, ist gut, ich weiß, ich bin außer Atem. Brauchen wir uns am nächsten... Also nach dem Schlafen kochen wir uns dann ein Pilzsüppchen oder so. Reicht erstmal. Jetzt können wir ein Feuer noch wieder aufgewertet, dass es noch mal ein Stückchen brennt. Was haben wir denn so dabei? Genug Stöcker, die hauen wir erstmal rein. Schade, die Bananenbäume, die ärgern mich echt ein bisschen. Normalerweise ist echt einen ganzen Schlag einfacher, wenn da ein paar Bananen mal dran wachsen würden. Kann ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Verdammte Axt. Pilzsuppe gleich nochmal hinterher. Zur ganzen Not muss ich mir mal ein paar Chips oder sowas reinknallen. Das hat jetzt auch nicht die Welt gebracht. Ja, Pilze. Nee. Hier was Bananiges dran? Auch nicht. Lass mich wenigstens sammeln. So einen alten Papagei wegzischen. Scheiße, hier hätte man ein paar Klamotten hinlegen müssen. Laufe ich hier mit vollem Inventar los. Das ist auch eine super Idee gewesen. Mal gucken, dass hier nichts Gefährliches rumfliegt. Hier sind Bananen. Sehr gut. Bringt mich jetzt, glaube ich, erstmal wieder eine Weile auf Kurs. Lauter Hektik hier, vergessen, meine Klamotten im Lager zu lassen. Ja, sehr gut. Das hat mal gut getan.
Könnte ich jetzt glatt hier nochmal so ein Bäumchen umkloppen. Oder so noch mehr Pilze hier. Weiß gar nicht. Irgendwann versuche ich auch mal hier rein zu jumpen. Das machen wir demnächst mal. Ich weiß, was da unten drin los ist. Mal würde ich ganz gern versuchen, ob ich hier noch eine Schräge dran kriege. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, nimm mal Holzscheit, da hast du jetzt alles. Nee, geht leider nicht. Drüben, ja. Und hier geht's auch. Zwei Holzscheiter, dann würde ich nämlich hier eigentlich schon mal mein Bett dann drunter knallen. Beziehungsweise das Lagerfeuer. Das scheint, glaube ich, immer noch nicht zu funktionieren. Da habe ich schon gedacht, ich habe hier von der Hütte was abgerissen. Habe ich aber nicht, ne? Hätte ja auch gut mal sein können. So, man gebe mir einen Baum zum Umlatzen. Zum Umlatzen? Jetzt habe ich Fuck! Da ist er ja wieder, mein Lieblingsameisenhaufen. Den hatte ich übrigens auch vergessen. Da laufe ich bestimmt auch noch 20 Mal rein. Da kenne ich nichts. Ah, den hätte ich gerne umgehauen vorher. Geht das? Ja, sehr gut. Nimm mal den Scheit, bitte. So, danke. Ja, ist gut. So. Wunderbar. 5 lange Stöcke. Nuss nehme ich doch sehr gerne mit. Und hier bestimmt auch noch mehr Pilze. Ansonsten scheint es hier wirklich nicht allzu viel zu geben. An irgendwelchen gefährlichen Tieren. Ich laufe jetzt hier schon eine ganze Weile im Düstern rum. Mich hat noch nichts gebissen hier, großartig. Aber jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall ein paar Kohlenhydrate eingesammelt. Da stehe ich wieder am Ameisenhaufen. Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwo noch ein Langstock gewesen. Ja gut, dann hau dir nochmal einen um. Ist jetzt nicht so wild. Kleinen Kram kannst du auch mitnehmen. Kannst hier ein paar Pfeile machen. Hier hast du doch schon mal einen. Zwei. Wunderbar. Nummer 3. Leider nur einer, fehlt ja trotzdem noch einer. Muss ich hier nochmal schnell umprügeln. Brauchst du eigentlich auch eine neue Axt, klar. Haben wir noch einen Stein? Sehr gut.
auch nicht zu lange machen, dass wir uns nochmal vernünftig ausschlafen können. Aber die langen Stöcke, die hätte ich auf jeden Fall gerne noch. Seile dran geknallt. Haben wir das auch fertig? Hey, ja, ja, jetzt ist aber dunkel hier, du. Kurz nochmal ein Palmendach anzeichnen. Banane finde ich an sich schöner. Aber ist egal. Jetzt haben wir die Palmblätter hier rumfliegen. Jetzt machen wir die da auch drauf. Ja, komm schon. So gehen wir. Mal gleich ein bisschen aufgeräumt hier, ne? Oh, scheiße, wird schon wieder hell. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, hier die halbe Nacht durchzuknüppeln. Dann haue ich mich jetzt nochmal schnell hin. Warte mal. Mal kurz gucken, nicht, dass wir hier einen Egel haben. Wenn es nur der Ausschlag ist, dann wäre es mir ja egal. Wir haben tatsächlich Egel, damit wollen wir nicht pennen. Kriegen uns nachher noch ins Ohr oder so. Kein Bock drauf. Nein, danke. So, 10 Uhr. Gehen wir wieder auf. Machen uns erstmal ein gepflegtes Frühstück. Kann ich mir sogar mal eine Kohle gönnen. Oder zwei. Brutzeln uns mal schön das durch. Ist hier drin? Gar nichts, okay. Mal hier ab in die Ecke und ein paar Klamotten hingeworfen. Gleich so einen ganzen Stack hinhauen kann, ne? Das ist ja fast ein bisschen nervig. Aber die zwei Stapel lasse ich auf jeden Fall mal hier. So. Blätter brauche ich jetzt hier gerade nicht. Komm, schmeiß sie mal hier in die Ecke. Eigentlich prädestiniert für ein Bett nochmal. Wenn wir anständig wohnen wollen. Schon mal ein anständiges Bett drunter stellen. Wo könnte denn das jetzt eigentlich sein? Kommt denn hier die Kochecke hin? Hier war. Schon überdacht. Hier können wir, glaube ich, ganz gut kleine Küche einrichten. Eine kleine Küche einrichten, wollte ich sagen. Jo. Wassersammler brauchen wir auf jeden Fall.
Quallen, wo sind denn? Ah, hier. Okay, das passt hier natürlich nicht runter. Sehr blöd. Kann ich das drehen? Das kann ich auch nicht drehen. Scheiße. Moment. Dann müssen wir es doch andersrum machen. Er will schon wieder nicht. So wie er soll. Dann kommt der Steinring halt hier drunter. Bin ich nix. Jo. Hilfe. Er hat's geraschelt. Habt ihr gehört? So, was sagen denn die Werte? Oh, immer noch Kohlenhydrate. Jetzt nochmal ein kleines Bananenfrühstück. Oh, Fleisch verbrannt. Nee, geht noch, wie es aussieht. Eieiei. Das sieht gut aus. Feuer brennt noch eine Weile. Dann machen wir uns hier nochmal so halbwegs fertig. Und dann ziehen wir aber los. Und schauen hier nochmal uns richtig ordentlich um. Aber so ein kleines geschütztes Lagerfeuer mit dem Steinring hätte ich hier gerne schon noch drunter. Und vielleicht dieses Element, das machen wir vorher noch fertig. Dass wir hier so einen gewissen sicheren Rückzugspunkt haben. Aber da hätte auch ein kleiner Stein gereicht für das Mini-Teil da. Mann und Meter. Wo ist das? Ja, komm her. Guck mal hier, du. Wer bist du denn? Köhlerschildkröte. Oh. Eieiei. Dachte ich, hätte sie auch nicht getroffen. Oder kann man hier einfach so Schildkrötenpanzer? Was kann man damit machen? Kann ich doch mit Sicherheit irgendwie auslegen, auch zum Wassersammeln, oder? Schmeißen wir uns mal hier hin. So. Den schmeiße ich mal hier hin. Wasser sauber, ja, tatsächlich. Der sammelt dann doch Wasser. War ja anzunehmen. Okay, hier vier Steine noch, dann ist das Ding schon fertig. Das kriegen wir noch hin. Wie? Der Lagustenfamilie aufgeschreckt. Jetzt tut mir leid, Leute. Wollte ich gar nicht, ich will nichts von euch. Schön viele große Steine hier. Wenn das nur ein kleiner war. Hier ist da noch was.
Jawohl, einen nur noch. An dem hängt es jetzt hier wieder, wa? Ich bin noch ein Stein. Du Arschdschungel. Nee, lass doch mal das Finger doch nicht ständig an dem Bananenblatt rum hier. Nimm mal die Pilze. Oh, jetzt sind aber auch einige hier nachgewachsen. Vielleicht auch gleich noch ein paar Bananen da. Wäre aber auch schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Hier sehe ich jetzt gerade keine. Das ist natürlich auch kein Stein, ne? Nimm nur den. Der quasi direkt daneben liegt. Der ist aber gerade erst gespawnt. Ganz sicher. So, das ist geschützt. Da kessle ich gleich nochmal Lagerfeuer rein. Sehr gut. Dann könnte das hier hinten auch ruhig abbrennen. Wow, 25 Wasser passen da rein. Sehr geil. Da holen wir uns nochmal ein paar von den kleinen Schildkrötchen. Bin ich ja nix. Okay, das kleine Lager können wir ruhig hier lassen. Aber die Schalen, die müsste ich hier unbedingt nochmal irgendwo verteilen. Ich mache hier nochmal eine Schräge dran. Und haue hier dann die Schalen drunter. Bin mir eigentlich sicher, dass die trotzdem Wasser sammeln, auch wenn die dann überdacht sind. Jetzt liegt hier auch ein Stein, der verarscht mich doch. Ja, probieren wir zur Not nochmal aus. Ist ja kein Ding. Die drei Teile da dran zu bauen. Lagerfeuer gestellt. Ich glaube, das will ich gar nicht. Ah, vielleicht ist es nicht mehr ganz so buggy, wie es mal war. Und nochmal macht es mehr Schwierigkeiten, wie es was bringt, das gute Stück. Aber wir testen es halt nochmal aus, ob es besser geworden ist. Klappt da noch nicht so ganz mit dem Ablegen von den Schalen oder Fleischstücken drauf. Oh. Ein Platz mehr. Gut, du wolltest eigentlich eine Schräge hier dran bauen. Geht das? Genau. Klar, dann mache ich die beiden Teile hier noch fertig. Die Schräge, das Gestell, stell mal Wasser hier unter. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn das fertig ist. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie man die Teile braucht. Muss ich jetzt nicht 20 mal machen. Ihr wollt bestimmt, dass wir mal losziehen und uns mal die Umgebung angucken. Hab ich nämlich auch echt Bock drauf. Nur vorher hätte ich gerne hier so halbwegs die Base ein bisschen fertig. Dann knüppel ich das hier eben nochmal zusammen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, Sterben im Unbekannten. Unbekannten Dschungel.
freue mich schon sehr drauf. Alles klar, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.